Hallo liebe Leute, willkommen in einer ganz wichtigen Lektion bei den Basics im Online-Coaching für Mountainbike- und E-Mountainbike-Fans. Das heißt, es ist kein klassisches Tutorial, einfach nur ein bisschen YouTube, sondern hier gibt es auch schon Übungen, die ihr selber machen könnt, die man sonst vielleicht in einem Fahrtechnikkurs machen würde. Aber ihr könnt euch das selber strukturieren. Und man muss ja eh zu Hause üben, egal ob man einen Fahrtechnikkurs gemacht hat oder nicht. Und hier gibt es Inspiration und Input für dein Üben zu Hause. Das Thema sind die Fähigkeiten fürs langsame Fahren. Im Englischen die Slow Speed Skills. Also nur wer langsam gut fahren kann, kann auch schnell gut fahren. Und eines der Lieblingsthemen von Fahrtechniktrainern, weil man auch schon Leute, die ganz gut flott unterwegs sind, nochmal zurückholen kann in dieses langsame Fahren. Zum Beispiel lässt man sie mal ganz langsam eine Treppe runterfahren. Auf einmal merkt man, hey, die können ihre Skills noch deutlich verbessern und die selber haben totalen Aha-Effekt. Und da ist es wirklich so, da gibt es keine Geschwindigkeit, die alles ausgleicht, alle Fahrfehler, alle Unsauberheiten, sondern man muss wirklich präzise fahren, man muss ein gutes Gleichgewicht haben, balanciert im Rad stehen, alle kleinen Ausgleichbewegungen mit dem Körper machen, intuitiv, entspannt, lässig auf dem Rad stehen. Und ich möchte euch jetzt ein paar Inspirationen geben und nochmal betonen, warum das so wichtig ist. Langsam fahren mit ruhigem Vorderrad. Bremse schleifen. Stehen bleiben. Weiterfahren. Man kann das natürlich auch nebeneinander machen als Schneckenrennen. Man kann natürlich auch kleine Pedal-Kicks einbauen. Immer kleine Kicks mit den Pedalen geben. Man kann auch weitergehen, Vorderrad kurz einschlagen, dann weiterfahren, Vorderrad länger einschlagen. Stehen bleiben, das nennt man Trackstand. Das heißt, es ist ein unglaublich großes Feld, was man da beackern kann und tausend Übungen machen kann für dieses langsame Fahren, auf einer weißen Linie fahren, dann noch langsamer auf der weißen Linie fahren, auf der Bordsteinkante fahren, dann noch langsamer auf der Bordsteinkante fahren, eine kleine Treppe runterfahren, dann extrem langsam die Treppe runterfahren oder einen kleinen Steilhang, dann sehr, sehr langsam runterfahren. Und damit trainiert man natürlich auch noch andere Techniken, wie das Bremsen. Aber dieses langsame Fahren gekonnt zu haben, ist ein A und O. Und es wird euch noch besser machen, wenn ihr dann nachher ins schnellere Fahren geht, weil die Skills, die ihr euch dabei holt, einfach entscheidend sind. Wie im Kurvenvideo schon gesagt, kann man das super kombinieren. Man kann ganz enge Kurven fahren, ganz langsam dabei stehen bleiben. Ja, eigentlich hat man total viele Optionen, da auch die Themen zu kombinieren. Und natürlich die Königsdisziplin ist der sogenannte Trackstand, dass man einfach so stehen bleibt. Das kann man dann auch mit Kettenzug so ein bisschen vor zurück machen. Ich verlinke da nochmal Tutorial-Videos zu, aber es ist ganz klar, dass man das in so einzelnen Schritten auch gerne übt in der Methodik, dass man hingeht und dann wirklich erstmal langsames Fahren übt. Und lieber erstmal ganz kurze Trackstands macht und dann weiterfährt, kurze, anstatt dass man hingeht und vielleicht anfängt mit dem Vorderrad rumzuwackeln oder total verkrampft, tief, Druck am Lenker zu stehen, lieber entspannt, aufrecht. Ja, wer jetzt schon sagt, okay, ich kann das alles schon ganz gut, man kann auch weitergehen und auch als fortgeschrittener Fahrer in diesem Basic-Thema immer etwas machen. Zum Beispiel kann man kleines Rückwärtsfahren üben. Das ist auch super für die Balance. Manche fangen dann natürlich auch an, Trailtechniken zu machen, dass man ein bisschen im Stehen zum Beispiel das Vorderrad versetzt. All solche Themen, weil man dann permanente Ausgleichbewegungen wieder machen muss. Übt bitte die Slow Speed Skills und macht es auch bewusst im Gelände, dass ihr langsame technische Trails fahrt, wenn ihr da Freude dran habt. Und ihr werdet merken, gerade bei Spitzkehren, verblockten Gelände und so, werdet ihr so glücklich sein, wenn ihr euer Fundament an den Gleichgewichtsskills gestärkt habt. Dann würde ich sagen, bleibt in der Balance und ab geht's.